Hey Leute, in der heutigen Folge ist ganz schön viel Action. Erst gibt es einen Überfall auf einen Geldtransporter und dann wird auch noch ein Gefangenentransporter überfallen. Wenn ihr wissen möchtet, was genau passiert, dann bleibt unbedingt dran. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und teilt das Video mit Freunden und Familie. Das wäre super. Und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß mit dem Video. Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandido TV. In der heutigen Folge wird ein Gefangenentransporter überfallen. Hoho, viel Spaß. Es ist alles vorbereitet. Der Nagelgurt liegt auch schon auf der Straße. Und wenn sie darüber fahren, dann haben sie einen Platten. Und dann können wir den Geldtransporter perfekt ausrauben. Oh, ich glaube, da vorne kommen sie schon. Los, komm, wir verstecken uns, Kevin. Alles klar. Ach ja, bald sind wir schon bei der Bank. Alles läuft perfekt. Ja, diesmal läuft wirklich alles wie am Schnürchen. Hey, da kommen sie. Hm, was war das? Das klang gar nicht gut. Na dann mal nachsehen, was da los ist. Oh, oh, das ist ja ein Nagelgurt. Das heißt ja, dass irgendwer uns eine Falle stellen wollte. Ganz genau. Hände hoch. Ah! Das klappt ja wie am Schnürchen. Na los, setzt euch hier an den Rand. Und keine Dummheiten. Oh nein, natürlich, wir machen nichts. Oh Mann, da hätten wir besser aufpassen müssen. Ja, jetzt ist zu spät. Konntest du noch Verstärkung rufen? Ja, nach dem Aussteigen. Na, immerhin das. Ciao, Leute. Na los, gib schon Gas, Micha. Ich passe auf, dass hier nichts runterfällt. Alles klar. Und Abfahrt. Stehen bleiben! Oh nein! Fahr schneller, Micha! Sie sind uns direkt auf den Fersen! Alles klar! Stehen bleiben! Oh nein! Sie sind uns immer noch auf den Fersen! Na, wartet! Oh, was machst du denn da, Kevin? Das ist unsere Beute! Hör auf, das nach der Polizei zu werfen! Ich mache immerhin was! Du entkommst ihn ja nicht! Na, warte! Ich gebe noch mehr Gas! Wir kriegen sie, Hagrid. Gleich haben wir sie. Die können nicht mehr schneller fahren. Oh, 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 oh. Hey! Ah. Oh, oh. Hände hoch, ihr beiden. Ihr seid verhaftet. Oh, oh Menno. Oh, das ist alles deine Schuld. Stimmt doch gar nicht. Du wolltest doch, dass ich schneller fahre. Im Gefängnis habt ihr noch genug Zeit, das auszudiskutieren. Oh, endlich läuft mal wieder alles nach Plan. Buzz. Hey, Buzz. Oh, oh, das hätte ich nicht laut sagen dürfen. Buzz, der Anwalt hat gerade angerufen. Micha und Kevin sind bei dem Überfall auf den Geldtransporter verhaftet worden. Und jetzt sind beide im Gefängnis. Was? Das darf doch nicht wahr sein! Ich habe ihnen doch extra gesagt, sie sollen kein Risiko eingehen. Für die nächste große Nummer brauchen wir jeden Mann. Hm, na gut, ich sag unserem Spitzel im Gefängnis Bescheid. Er soll mir die Infos geben, in welchem Zellen die beiden sind, dann holen wir sie morgen raus. Alles klar, Boss. Ich suche schon mal die Ausrüstung dafür zusammen. Und, kann ich sie jetzt auf ihre Zellen bringen? Nein, noch nicht. Wir müssen da noch ein paar Dinge besprechen. Oh, okay. Oh, da komme ich ja genau richtig. Mal sehen, was ich El-Präsidente später erzählen kann. Die beiden haben schon viel zu viele Ausbruchsversuche hinter sich. Hm, sie wurden auch schon viel zu oft rausgeholt. Diesmal müssen wir andere Maßnahmen ergreifen. Oh, was heißt das? Bewachen wir sie jetzt besser? Nein, wir schicken sie mit dem Transporter ins Hochsicherheitsgefängnis im Nachbarort. Und da werden sie ganz sicher nicht ausbrechen können. Ah, verstehe. Und wann kommt der Transport? Morgen Mittag. Der fährt dann von hier aus auf direktem Wege zum neuen Gefängnis. Okay, gut, verstanden. Ich bereite dann alles dafür vor. Gut, ich bring später den Papierkram vorbei. Die beiden werden in ein anderes Gefängnis verlegt? Hm, das wird El-Präsidente doch bestimmt brennend interessieren. Was? Mich und Kevin werden morgen schon in ein anderes Gefängnis gebracht? Gegen Mittag? Okay, gute Arbeit, danke. Und behalte sie weiter im Auge. Puh, ohne diese Info wäre das morgen fast schief gelaufen. Johnny,
Hey, Johnny! Hey, was schreist du denn so? Was ist denn, El Presidente? Micha und Kevin werden morgen mit dem Gefangenentransporter in ein anderes Gefängnis gebracht. Ich möchte, dass du dir Don Calzone schnappst und die beiden morgen aus dem Gefangenentransporter rausholst. Sie starten gegen Mittag am Bandido City Gefängnis. Und mach keinen Blödsinn, ich brauche übermorgen jeden Mann. Alles klar, El Presidente, du kannst dich auf uns verlassen. Wir holen die beiden da raus. So, dann mal rein mit euch in den Gefangenentransporter. Ihr kommt jetzt in ein anderes Gefängnis. Was? Aber ich mag es doch hier. Meine Zelle ist so gemütlich. Ich würde auch lieber hier bleiben. Und genau deswegen werdet ihr jetzt verlegt. Ihr kennt euch hier viel zu gut aus und fühlt euch auch schon wie zu Hause. Also los rein da in den Transporter. Im neuen Gefängnis wird es euch ganz bestimmt auch gut gefallen. Das bezweifle ich. Hey, Micha, meinst du, der Präsident holt uns hier doch irgendwie raus? Na, ich hoffe doch. So, das war's. Abfahrt. Alles klar. Wir können losfahren. Der Gefangenentransporter müsste genau hier vorbeikommen. Sie fahren über den Nagelgurt, haben deinen Platten und dann holen wir sie da raus. Klingt nach einem einfachen Plan. Ich glaube, ich höre etwas. Es klingt nach einem großen Fahrzeug. Das könnten sie sein. Uns wurde gesagt, wir müssen besonders vorsichtig sein. Es könnte vorkommen, dass auf dieser Route irgendetwas passiert. Ja, aber wir sind auf fast alles vorbereitet. Da kann eigentlich nichts schiefgehen. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Da kommen sie ja. Das kann doch nicht sein. Die sind doch genau über den Nagelgurt gefahren, oder nicht? Eigentlich müssten die drei Platten haben. Hey, hast du diesen komischen Huckel auch gespürt? Als wären wir über irgendwas drüber gefahren. Ja, aber keine Sorge. Unsere Reifen sind extra abgesichert. Wir können so leicht keinen Platten bekommen. Selbst wenn wir über ganz viele Nägel drüber fahren. Ah, perfekt. Die müssen irgendwie ganz spezielle Reifen haben. Na gut, okay. Versuchen wir es mit Plan B. Okay, Donny. Wenn der Gefangenentransporter vorbeikommt, dann werfen wir Steine in die Scheiben. Wir müssen sie anhalten und wir können die beiden da rausholen. Alles klar, verstanden. Okay, da vorne kommen sie. 1, 2, 3, los! Autsch. Hey, was war das? Hat uns da gerade was an der Windschutzscheibe getroffen? Ich glaube schon. Aber keine Sorge, wir haben überall Panzerglas drin. Wenn uns was trifft, dann fliegt es einfach zurück. Ah, perfekt. Autsch, ich glaube, das war keine so gute Idee. Hey, Don, hörst du mich? Oh, Mama, bist du das? Okay, das war vielleicht doch keine so schlaue Idee. Dann auf zu Plan C. Okay, neuer Plan. Ich leg mich mit meinem Motorrad auf die Straße und tu so, als hätte ich einen Unfall gehabt. Und wenn sie vorbeikommen, dann halten sie an und gucken wahrscheinlich nach. Und das ist dann deine Chance. Du holst die anderen beiden da raus. Und ich halte die Fahrer so lange in Schach. Alles klar, das sollte ja zu schaffen sein. Oh, perfekt. Das sieht doch wirklich aus wie ein Unfall. Dann muss jetzt nur noch der Gefangenentransporter vorbeikommen. Hey, sag mal, liegt da vorne jemand? Ich glaube schon. Hey, hallo, können Sie mich hören? Hey, sind Sie wach? Oh, das sieht nicht gut aus. Mir geht's gut. Hände hoch und keine Bewegung. Oh nein, das war eine Falle. Haha, das ist meine Chance. Kevin, Micha, kommt raus. Wuhu, Don, du bist der Beste. Hehe, los kommt. Johnny hält den Schach. Wir müssen jetzt nur noch... Ihr müsst gar nichts. Hände hoch, Don Calzone. Ah! Tja, wir wussten genau, dass ihr etwas plant. Und deswegen haben wir den Gefangenentransporter genau im Auge behalten. Oh, das hätte doch so gut funktionieren können. Einfach ruhig bleiben und euch passiert nichts. Bleib du ruhig oder es passiert nichts. Hände hoch, Johnny. Was ist das denn? Tja, wir wussten, dass ihr etwas plant. Und das ist gründlich schiefgelaufen. Gute Arbeit, Männer. Danke für eure Hilfe, Toni. Das war jetzt zwar alles geplant, aber es hätte natürlich auch ganz leicht schiefgehen können. Kein Problem. Heute waren wir wirklich erfolgreich. Ja, das waren wir. Wir bringen jetzt erstmal alle vier ins Hochsicherheitsgefängnis. Da kann sie dann selbst El Presidente nicht so einfach rausholen. Oh Mann, was sollen wir denn jetzt nur machen?
Das wird El Presidente gar nicht gefallen. Johnny! Hey Leute, oh Mann, das war ja wieder ganz schön knapp. Aber wir haben die Verbrecher noch erwischt. Es war klar, dass El Presidente noch irgendwas plant. Möchtet ihr mehr Playmobil-Polizeigeschichten sehen? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Und sagt doch mal, wer ist eigentlich euer Lieblingsverbrecher? Auch damit in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Klickt dafür einfach hier oben links auf das Panda-Logo. Und weitere spannende Abenteuer aus Bandido City findet ihr hier rechts. So, ich mache jetzt Feierabend. Viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.